Wenn Sie die WLAN-Minikamera zum ersten Mal benutzen, schrauben Sie hier die WLAN-Antenne an, die Sie anschließend hochklappen, damit Sie passende Signale empfangen. Dann stecken Sie das Kabel für die Minikamera ein, die Sie bereits installiert haben oder noch installieren an einem passenden Ort. Hier stecken Sie das LAN-Kabel ein, das bereits mit Ihrem Router verbunden ist. Und dann können Sie den Netzstecker einstecken und das Gerät ist in Betrieb. Wenn Sie Camera Setup benutzen, gehen Sie hier auf Enter. Dann sehen Sie schon, dass der Live View funktioniert. Im Live View gibt es verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel Snapshots, die Sie machen können, oder Sie starten eine Videoaufnahme, die auf Ihrem Rechner aufgezeichnet wird und können die Kamera von hier aus verwalten. Sie haben hier auch eine Zoom-Funktion, damit können Sie heraus- und hereinzoomen. Oder Sie benutzen den Vollbildmodus, um das Bild komplett auf Ihrem Monitor sehen zu können. Dann sehen Sie hier oben noch Primary und Secondary Stream. Das bedeutet, Sie haben zwei verschiedene Streaming-Möglichkeiten. Sie können dann hier verschiedene Qualitäten einstellen, passend zu Ihrer Anlage, die Sie haben. Wenn Ihr WLAN nicht ganz so schnell ist, sollten Sie niedrigere Qualitätsstufen wählen mit weniger Bildern pro Sekunde und einer kleineren Bitrate. Wenn Sie ein schnelles WLAN haben, können Sie ruhig 30 Bilder pro Sekunde und eine hohe Bitrate auswählen. Hier können Sie außerdem Ihr WLAN einstellen und anschließend auf das LAN-Kabel verzichten. Bei der Software Camera Live geben Sie als allererstes Ihre UID ein. Die finden Sie unten auf dem Kameramodul. Und dann geben Sie anschließend das Passwort ein. Das Standardpasswort lautet Admin. Und unten können Sie noch einen Namen für die Kamera wählen. In unserem Fall haben wir draußen gewählt, denn genau dort ist die Kamera auch installiert. Hier gehen Sie einfach auf Zugriff zulassen, denn Sie haben das ja verursacht. Wenn Sie hier auf Play drücken, kommen Sie ebenfalls in einen Live View und haben unten verschiedene Funktionen, die Ihnen bereitstehen, um die Kamera zu steuern. Das ist hier zum Beispiel das Herein- und das Herauszoomen oder Sie gehen in den Vollbildmodus und haben alles in groß auf dem Monitor. Hier können Sie den Ton ein- und ausschalten. Hier können Sie eine Aufnahme starten oder wenn Sie hier auf die Schere klicken, dann machen Sie einen Snapshot. Dann haben Sie hier oben noch eine Multi-Ansicht. Wenn Sie jetzt mehrere Kameras hätten, die mit der Software verwaltet würden, könnten Sie auf einem Monitor mehrere Kameras gleichzeitig ansehen. Dann gibt es hier Video. Sie sehen, wir haben gerade schon ein kleines Video gespeichert, indem ich da unten auf den Button geklickt habe. Dann gibt es hier noch Album. In Album werden Fotos gespeichert und es ist auch schon ein Foto abgelegt, denn ich habe ja eben auf die Schere geklickt. Auch hier kann man dann eben zoomen zum Beispiel. Dann finden Sie hier oben im Setup Ihre Kamera. Da können Sie ein paar netzwerkspezifische Einstellungen vornehmen. Zusätzlich zu den zwei besprochenen Programmen gibt es auch noch Android- und iPhone-Apps, die ebenso einfach zu installieren und zu bedienen sind.